Ja, hallo zusammen, alle da draußen im Internet und bei Tagesschau 24. Habt ihr mal in den Kalender geschaut in letzter Zeit? Ich habe es heute gemacht und huiuiui, es sind nur noch 6 Wochen bis zur Bundestagswahl. 26.09. ist es soweit. Wird also Zeit, dass wir uns hier in der Erklärbar mal die Wahlprogramme der Parteien anschauen. Los geht's. Ja, die Wahlprogramme, das sind ja eigentlich richtig dicke Brocken. Ne? Das würde hier ein bisschen den Rahmen sprengen, wenn wir uns die wirklich en Detail angucken würden. Deshalb konzentrieren wir uns auf einen Bereich, wo wir eigentlich die meiste Ahnung von haben, würde ich mal behaupten. Nämlich die Steuerpläne und die Haltung der Parteien zu den Schulden, zu Staatsschulden und so weiter zum Beispiel. Und siehe da, es gibt wirklich krasse Unterschiede. Also man könnte sogar sagen, die Markenkerne der Parteien, die kommen in diesem Feld richtig, richtig deutlich raus. Und genau das wollen wir uns heute anschauen. Ihr könnt uns dazu Fragen stellen. Wir sind live bei Facebook, bei YouTube, wir streamen auch bei Twitter und wollen eure Fragen, eure Kommentare, eure Gedanken rund um das Thema haben. Und wir wollen jetzt hier heute die Steuerpläne der 6 Parteien im Bundestag so ein bisschen besprechen und das Ganze halt ohne Schaum vorm Mund und vor allem, wie gesagt, anhand eurer Fragen. Also wir wollen hier keine Partei rauspicken oder irgendwie an den Pranger stellen oder so. Es geht uns halt wirklich darum, was wollt ihr wissen, was habt ihr für Fragen, was ist da vielleicht unklar, was interessiert euch am Thema. Und damit das Ganze auch wirklich kompetent beantwortet wird, dafür sind 2 Fachleute hier. Zum einen Uli Ückerseifer aus der WDR Wirtschaftsredaktion. Schwenk mal links von meiner Seite aus. Hallo Uli, schön, dass du da bist. Und Sebastian Siegloch vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung. Auch herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Das freut mich besonders, weil Sie tatsächlich der Fachmann sind, Herr Siegloch. Sie haben nämlich die Wahlprogramme der Parteien genau auf diese Steuergeschichten hin analysiert und haben da sogar Beispielrechnungen aufgemacht und alles genau ausgerechnet. Und sagen Sie uns doch mal am Anfang, wie lange hat das gedauert? Wie kompliziert war das? Das reicht ja wahrscheinlich nicht am Nachmittag mit einer Tasse Kaffee und einem Taschenrechner, oder? Nee, man braucht einen großen Taschenrechner und das hat schon ein paar Wochen gedauert. Was wir gemacht haben, ist, wir haben uns eine repräsentative Umfrage genommen, das sozioökonomische Panel, das ist ganz etabliert, mehr als 12.000 Haushalte in Deutschland. Und da sieht man genau für einen Haushalt, nehmen wir mal an, zwei Erwachsene, 2 Kinder, kann man sehen, wie viel verdient dieser Haushalt brutto. Und dann kennen wir ja die Regeln der Einkommensteuer, wir wissen, wie ist die Arbeitsmarktregulierung momentan. Das heißt, wir können dann ausrechnen, wie viel netto hat dieser Haushalt vom Brutto. Und dann haben wir zusammen mit den Kollegen von der Süddeutschen Zeitung uns die Wahlprogramme vorgenommen und geguckt, was soll da geändert werden. Und diese Änderung kann man modellieren und dann kann man sagen, okay, wenn die SPD jetzt ihr Wahlprogramm durchsetzt, hätte dieser Haushalt x Euro mehr oder y Euro weniger vom Netto. Und das haben wir für alle Wahlprogramme gemacht und für verschiedene Haushalte, die es halt in Deutschland gibt. Und das war dann auch so, dass da wirklich klare Unterschiede bei den einzelnen Wahlprogrammen rausgekommen sind? Es sind sehr klare Unterschiede rausgekommen. Man kann von 2 Gruppen sprechen, die sich so ein bisschen rausgebildet haben in der Steuer- und Arbeitsmarktpolitik. Und das ist die linke Gruppe und die rechte Gruppe? Das ist die linke, so wie man sich denken würde. Das ist die linke Gruppe und die rechte Gruppe. Also links der Mitte haben wir 3 Parteien. SPD, Grüne und die Linke und rechts der Mitte haben wir 3 Parteien, CDU, FDP und die AfD und die, das werden wir gleich wahrscheinlich noch genauer uns angucken, haben ähnliche, die haben ähnliche Ideen, im Detail unterschiedlich, aber es gibt schon diese 2 Gruppen. Ich sammle hier gerade noch so ein bisschen eure Fragen, wie gesagt, gerne posten, Facebook, YouTube, Twitter. Und bis dahin, Uli, würde ich dich gerne mit ins Boot holen. Das Ganze ist ja sehr komplexes, zahlenlastiges Thema. Und du hast das alles mal so ein bisschen aufgeschrieben und in eine Tabelle reingequetscht, ne? Um das mal so ein bisschen zu visualisieren, das Ganze. Ja, das war nicht ich, das war der Herr Siegloch mit dem ZDW. Aber ich habe es mal für uns gerade aufbereitet. Denn man kann es auch alles nachlesen. Also hier mal zum Beispiel, ne? Das ist sehr hübsch in Gelb und Magenta, das ist die FDP, die Grünen, klassisch. Und so habe ich sie mal alle hier hingelegt. Man sieht, die sind auch unterschiedlich. Hast du sie alle gelesen? Ich habe die auch alle gelesen, zumindest den Wirtschaftsteil. Ne? Die SPD und die Linkspartei in Rot und die CDU-CSU schön in Blau. Und tatsächlich die AfD, leichter Unterschied, die machen es DIN A5, aber die haben auch Blau gewählt. Also, jede Menge Zeug und die Zusammenfassung, die schauen wir uns jetzt an, speziell für die Steuern. Und da sieht das so aus, dass es große Unterschiede gibt, was erstmal die Steuereinnahmen angeht. Und da sehen wir es. Das, was Herr Siegloch gerade angesprochen hatte, es macht eben einen Unterschied, wie gegenfinanziert wird.
Und die Unterschiede, da sieht man wirklich ganz exakt diesen Unterschied zwischen der Mitte und allem links davon und eben auch dem, was die konservativen Parteien machen. Das ist ja echt ganz schön spannend, ne? Also links will wird mehr Kohle einnehmen, die Konservativen wollen alles raushauen, um es mal so ganz platt zu sagen, ne? Was ist denn damit mit Steuerbremse, mit Schuldenbremse, Entschuldigung, nicht Steuerbremse, Schuldenbremse. Wie passt das denn zusammen, wenn die CDU plötzlich 33 Milliarden Ja, das ist immer die Frage der sogenannten Gegenfinanzierung. Und das fällt hier natürlich bei der FDP am stärksten auf. Die hat eigentlich etwas Schönes in ihrem Steuerprogramm, nämlich eine sehr große Einfachheit und Klarheit. Also unter dem Aspekt der Steuersystematik ist das mir persönlich sehr sympathisch. Nur sie hat die Gegenfinanzierung vergessen. Das ist im Grunde ein ungedeckter Scheck. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber das fällt schon besonders auf. Das ist was Besonderes bei der FDP. Das andere, was ins Auge fällt, ist wirklich, wo die Entlastungen wirken und wo eben nicht. Da ist die FDP und die Union sind da auch relativ markant im Vergleich zu. Da haben wir auch uns vorbereitet, das werden wir bestimmt jetzt gleich sehen. Also wo in welchen Vergleich zu den anderen Parteien das Ganze was bringt. Das ist im Prinzip die Zahlen, die hinter diesen, das sind ja Aggregatzahlen, das ist die Summe, das kommt am Ende raus, aber dahinter stehen natürlich einzelne Haushalts- und Einkommensgruppen, die entweder mehr oder weniger entlastet werden. Und das sieht man jetzt hier auf dieser Tabelle. Genau, da haben wir zusammengefasst. Wir haben mal die Niedrigverdiener genommen, alles mit ihren Zahlen, 20.000 bis 30.000. Die mittleren Einkommen, 40.000 bis 55.000. Da sind immer so kleine Lücken dazwischen. Das haben wir genommen, um das etwas besser hier auf diese eine Seite zu kriegen. Die Gutverdiener, 80.000 bis 100.000 Euro, immer brutto. Und dann die richtig Gutverdiener, 150.000 bis 250.000. Und was wir erstmal hier mit den Farben darstellen wollten, man sieht wirklich eine große Entlastung quer durch die Bank. Für die allermeisten, nur für die richtig sehr, sehr gut verdienen. Da wird es bei den linken Parteien in der Summe teurer. Und das ist genau die Gegenfinanzierung, die Sie eben angeschnitten haben. Weil wenn man sich die Parteien im rechten Spektrum anguckt, da sieht man keine rote Zahl. Das heißt, da wird durch die Bank entlastet. Und wenn die Haushalte steuerlich entlastet werden, heißt das gleichzeitig, dass man ein Minus aufbaut beim Staatshaushalt. Und das ist das, was wir gerade auf der anderen Tabelle gesehen haben, wohingegen bei den linken Parteien eher unten entlastet wird, überproportional, und dann gleichzeitig bei den reicheren Einkommen und höheren Einkommen stärker zugegriffen wird. Und das ist eben diese Gegenfinanzierung, die am Ende sogar ein leichtes Plus dafür den Staatshaushalt generiert, was wir auch gesehen haben. Ich würde euch gerne mal eine erste Frage reinschmeißen. Über Facebook kommt die nämlich von André Kasel. Er fragt oder er schreibt, wie wird sich denn vorgestellt, dass die Schulden, die alleine 2020 und 2021 gemacht wurden, zurückgezahlt werden sollen? Das kann doch nur durch Steuererhöhungen umgesetzt werden. Gibt es da von den Parteien konkrete Ansätze? Wer möchte zuerst? Uli, du hast gezuckt. Ja, also bei dem Verhältnis zu den Schulden, da sehen wir es im Grunde sehr, sehr klassisch. Also je konservativer, umso Staatsschulden, unfreundlicher könnte man sagen. Das ist tatsächlich so. Also die CDU sagt, ja, wir müssen diese Schulden tilgen. Die FDP sagt das sehr konsequent und behauptet tatsächlich auch, und wir schaffen das aus dem Wachstum heraus und können trotzdem noch die Steuererleichterung zahlen. Da sagen die Parteien des linken Spektrums, das wird nicht funktionieren. Da muss man sich entscheiden. Die sind denn sozusagen entspannter? Stichwort Schuldenbremse. Die Grünen sagen, man muss sie deutlich reformieren, bis hin zu dem Aspekt, vielleicht kann man sie auch ganz erschaffen. Die Linke sagt das sowieso. Und auch die SPD. Olaf Scholz hat sich das auch so ein bisschen gewandelt in seiner Rolle als Finanzminister. Als Finanzminister, da war er eher noch in den letzten Jahren vor Corona so der Hüter, auch der schwarzen Null in Nachfolge von Wolfgang Schäuble. Der sieht da für die Zukunft jetzt tatsächlich anders. Und ganz grundsätzlich ist ja auch die Frage, müssen Staatsschulden überhaupt getilgt werden oder reicht es einfach, keine neuen Schulden zu machen? Denn wir hatten auch nicht die große Tilgung in diesen 10 ökonomisch sehr guten Jahren, die wir gesehen haben vor Corona, sondern da war es eben so, die Wirtschaft ist gewachsen, es sind keine neuen Schulden dazugekommen. Dann sind zwar die absolut, in etwa zumindest, die Zahlen gleich geblieben, die absoluten Zahlen, aber im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung, und das ist das Entscheidende, da sind sie eben deutlich gesunken. Ja, der markante Unterschied ist einfach, dass CDU und FDP
zum einen sagen, also ganz aufs Wachstum setzen, kann man tatsächlich sagen. Ne? Also sie machen eine Steuerpolitik, die entlastet, die nochmal mehr kostet. Dann haben wir zusätzlich die Ausgaben durch die Corona-Krise. Wir haben mehr Ausgaben durch die aktuelle Flutkatastrophe. Und die Idee ist wirklich, und wir wollen aber die Schuldenbremse nicht anfassen. Das Einzige, was jetzt übrig bleibt, ist, dass wir einen Wachstumsturbo im Prinzip bekommen, der uns hilft, da rauszuwachsen, wie eben beschrieben. Und bei den linken Parteien ist es so ein bisschen, ja, in dem Punkt vielleicht konservativer in einer gewissen Art und Weise, weil einmal gibt es eine Gegenfinanzierung in der Steuerpolitik, die macht sogar, wenn alles so glatt läuft, wie sich die Parteien das vorstellen, ein leichtes Plus. Andererseits sind sie auch entspannter im Umgang mit der Schuldenbremse und erlauben auch zusätzliche Schuldenaufnahme im Prinzip, wenn es eine sinnvolle Investition ist, die für, zum Beispiel für den Klimaschutz, also die für die Zukunft des Landes wichtig ist. Also da hat man einfach momentan mehr Hebel und muss nicht ganz auf dieses Wachstum hoffen. Das ist in der Tat, also bei der Union, bei der FDP, es ist so ein bisschen eine Wette, das kann klappen mit diesem großartigen Wachstum. Es hat beim letzten Mal geklappt, es muss aber nicht nochmal klappen, man weiß es einfach nicht. Das ist so ein bisschen alles auf schwarz quasi, das ist eine Zockerei. Hier kommen gerade so ein paar Kommentare zu den Linken rein, die ich euch nicht vorenthalten werde. Bei YouTube schreibt Chris Hahn, die Linke hat das einzig ehrliche Programm, werde die darum auch wählen. Nicht die Mitte muss alles tragen, alle sollen alles tragen, schreibt er. Und da schließe ich direkt Wolfgang Bauer an, der bei Facebook geschrieben hat, wenn es nach den Verdiensten und dem Geldbeutel der Armen gehen würde, müssten die Linken eigentlich stärkste Kraft sein. Also da werden die Linken ganz schön in den Himmel gejauchzt von den beiden. Ist das denn tatsächlich nachhaltig, würdet ihr sagen? Macht das Sinn, was die vorhaben? Oder ist das eigentlich eine große Blase, weil sie wissen, sie werden sowieso nicht in Regierungsverantwortung kommen? Eine Gefahr bei dem Programm der Linkspartei ist eben, dass diese hohe Belastung der reicheren Haushalte Ausweichreaktionen auslöst. Die Linke will zum Beispiel eine Vermögensteuer, die auch ein bisschen radikaler ist als das, was die Grünen und die SPD sich vorstellen bei der Vermögensteuer. Und wenn die jetzt dazu führt, dass sie ganz Vermögen abwandern und versuchen, dieser Steuerung zu entrinnen, weil man zum Beispiel sein Privatvermögen irgendwie schafft, auf eine Karibikinsel zu verschieben, wo der Fiskus nicht zugreifen kann, dann ist natürlich bei Steuereinnahmen und so weiter nicht viel gewonnen und man kann das Geld nicht nutzen, um das den praktisch ärmeren Haushalten zur Verfügung zu stellen. Also das ist sicherlich eine Sache, wo man gucken muss, wie das Programm sich so umsetzen lässt. Und da würde wahrscheinlich dann wieder die Gegenseite antworten, ja genau, und das wirkt das Wachstum eben ab. Also es ist im Prinzip so ein bisschen das Spiegelbild von der Idee von Union und FDP. Da habe ich eine. Willst du noch was ergänzen, Uli, bitte? Sonst mach erst mal. Wir haben gleich noch schöne Grafiken, die schon noch zeigen, auch die Unterschiede innerhalb des linken und innerhalb des rechten Lagers, was einzelne Steuern angeht. Weil da würde ich ganz gerne von Thomas eine Frage mit reinnehmen. Er hat bei Twitter nämlich geschrieben, wie sind die Pläne der Parteien zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung? Gibt es da konkrete Dinge, die ihr gefunden habt in den Programmen und die man da herauslesen kann, die sie vorhaben? Die sind natürlich nicht in Zahlen dahinterlegt. Also da steht jetzt nicht, wir wollen 3 oder 7 oder 12 Milliarden mehr dazu einnehmen. Aber im Grunde geht es immer bei allen Parteien in die Richtung, man will gerade die großen, ich rede jetzt an der Stelle erstmal von legaler Steuervermeidung. Wir wollen die großen international agierenden Konzerne dazu bringen, dass sie mehr Steuern zahlen als bisher. Das geht in die gleiche Richtung wie bei G20, was wir vor einigen Monaten gesehen haben, vor einigen Wochen erst, als die G20-Finanzminister diese globale Mindeststeuer für Unternehmen beschlossen haben. Das betrifft eben gerade die großen Unternehmen auf der Welt vor allem. Da sind sich alle einig. Und auch bei der Steuerhinterziehung, da sagen alle, ja, da muss die Steuerbehörde muss gut ausgestattet sein. Das ist in der Tat, ehrlich gesagt, da sehe ich die Unterschiede nicht so groß. Man kann sich immer fragen, was passiert am Ende konkret? Aber das ist dann teilweise schon wieder Länderebene. Das haben wir bei Cum-Ex gesehen, wie lange das gedauert hat. Der größte Steuerbetrug der deutschen Geschichte. Am Anfang war da eine einzelne Staatsanwältin, die ermittelt hat. Mittlerweile ist es ein Team von 20 plus Fahndern plus Steuerfachleute. Und jetzt ist da richtig Drive drin und man erwartet bis zu 1000 Verfahren und kann im Idealfall viele Milliarden Euro zurückholen. Also das eine ist ganz stark, was steht im Programm, aber das andere ist, wie wird es hinterher in praktische Politik umgesetzt. Bei dem Punkt, da würde ich sagen, da sind die Programme gefällig, da sagt jetzt keiner, wir lassen die Steuerhinterzieher laufen.
Ja, das ist klar, da können alle zustimmen, da schreibt man rein. Es wäre auch ein bisschen komisch, wenn man da reinschreiben würde. Es wäre mir egal, weil hier wird ja dem Fiskus Geld entzogen, das man sinnvoll nutzen könnte. So, bei der Steuerhinterziehung ist so ein bisschen, also bei der illegalen vor allen Dingen, ist so ein bisschen wie beim Doping, ist halt so ein ständiger Wettlauf. Ne? Man hat ein neues Instrument, man hat jetzt eine neue Methode gefunden, um ein bestimmtes Dopingmittel aufzudecken, und dann kommt aber wieder was Neues. Und das ist so, manchmal so ein bisschen die Befürchtung, dass jetzt aktuelle Sachen, die geplant sind, dazu führen, dass Unternehmen, aber auch Privatpersonen einfach noch findiger werden in der Art und Weise, wie sie ihre Steuern vermeiden. Ich habe hier noch eine eher grundsätzliche Frage, Herr Siegloch, die würde ich Ihnen, glaube ich, mal zuspielen. Walter Post hat bei YouTube gefragt, wie stehen die Parteien zum BIP als Bemessungsgrundlage von Wohlstand? Da habe ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig viel in den Wahlprogrammen zugelesen. Es ist immer eine Diskussion in der Ökonomie, wie gut und wie schlecht das ist. Ich glaube, mittlerweile gibt es da fast schon einen Konsens. Das ist so ein bisschen so ein Scheingefecht in meiner Lesart. Alle sind sich einig, dass das BIP nicht perfekt ist. Aber die allermeisten würden sagen, das BIP ist einer von vielen Indikatoren, also das Bruttoinlandsprodukt, ja, genau, das man heranziehen sollte. Man kann sich auch die Arbeitslosenquote angucken. Man kann auch auf die Zufriedenheit von Menschen gucken. Stichwort Glücksindex, die ist ein bisschen schwer zu messen. Und wenn es mir heute gut geht, sage ich 7. Wenn es mir morgen, bin ich auf einer Skala von 1 bis 10, bin ich 7 glücklich. Morgen bin ich 6 glücklich. Ist ein bisschen schwierig. Die sind alle, der Fachmann sagt, hoch korreliert. Das heißt, die meisten gehen in die gleiche Richtung. Aber konkret in den Wahlprogrammen habe ich dazu nichts gefunden. Vielen Dank übrigens für eure ganzen Fragen und Kommentare. Ich sortiere hier so ein bisschen, versuche so viele wie möglich mit reinzubringen. Gerne weiterschreiben. Wie gesagt, YouTube, Facebook, Twitter, auf allen Kanälen sind wir erreichbar. Und ich habe hier noch eine schöne Frage für dich, Uli. Jetzt ist sie mir aber gerade wieder entglitten. Hier bei YouTube hat nämlich, mein Gott, wie heißt der? PMJUNKFUUD. PM Junkfood heißt er, glaube ich. Ich weiß es nicht. Bitte verzeih mir, falls ich es falsch ausgesprochen habe. Er fragt auf jeden Fall, wenn Staatsschulden so schlimm sind, warum ist Japan mit 250% Schuldenquote zum Bruttoinlandsprodukt noch nicht komplett im Chaos, wenn man das als Bemessungsgrundlage heranziehen würde? Ja, das hast du hier in einer erklärbar vor vielen, vielen Monaten schon mal erklärt, glaube ich. Ja, so lange ist es ja noch gar nicht her. Also erstmal ist ja eine Diskussion durchaus legitim, wie schlimm sind Staatsschulden? Ich finde immer wichtig, darauf hinzuweisen, die Staatsschulden, das ist die eine Art der Schulden. Wir haben auch Schulden der privaten Person, der Unternehmen, des Finanzsystems. Und eigentlich muss man sich dieses Gesamtpaket ansehen, um zu sehen, wie stark ist so ein Staat hinten gegen und wie sind die Vermögen, die auf der anderen Seite auch da sind. Das erstmal so als grundsätzliche Betrachtung dazu. Zweite grundsätzliche Betrachtung, je stärker die Volkswirtschaft eines Staates ist, umso mehr kann sich so ein Staat auch an Schulden erlauben, weil wir als Exportnation kommen beispielsweise auch eine Menge rein. Deswegen das Schuldenniveau, was wir jetzt haben, was nicht mehr ganz dem Maastricht-Kriterium 60% des BIP, des berühmten, was wir gerade wieder erreicht hatten, bevor Corona losging. Das haben wir gerade nicht, aber wir sind weit davon weg, ein Problem zu haben. Und wenn man den Vergleich mit Japan macht, in Relation zur Wirtschaftsleistung haben die mehr als das Dreifache der deutschen Verschuldung. Der entscheidende Punkt, warum das für die nicht zum Problem wird, die zahlen keine Zinsen. So, und wenn ich jetzt nur mal auf den nationalen Haushalt gucke, dann ist das nichts anderes, als wenn ich gucke, wie viel zahle ich, wenn ich zum Beispiel einen Hauskredit habe, an meine Bank. Und ich kann eine Menge Schulden haben, wenn ich keine Zinsen zahle und übrigens als Staat in der Regel auch nicht wirklich tilge, dann habe ich erstmal kein Problem. Trotzdem, das Ganze ist da und wehe, es wird mal anders, dann wird das Ganze nicht mehr funktionieren. Also alles, vieles von dem, was wir jetzt sehen, funktioniert auf diesem niedrigen Zinsniveau. In Deutschland würde es auf einem höheren Zinsniveau funktionieren, in Japan bereits nicht mehr. Bei YouTube, Mr. Hexer hat uns geschrieben, nennen die Parteien denn auch Positionen, in denen eingespart werden soll? Herr Siegloch, gibt es was Konkretes, was weggelassen werden soll? Also es gibt zum Beispiel, wenn man jetzt die AfD nimmt, die ein sehr umfangreiches Programm hat und viele Steuern streichen will, auch viele kleineren Steuern, die wir uns gar nicht angeguckt haben, Biersteuer und sowas, aber auch größere wie die Erbschaftssteuer, die komplett abgeschafft werden soll, da wird dann gesagt, man muss auch sinnvoll, man findet sicher Ausgaben, die man streichen kann, das ist so ein bisschen unkonkret und grundsätzlich wird relativ wenig über Ausgabenstreichungen tatsächlich geredet, ich weiß. Das ist wirklich auch
das ist ehrlich gesagt nicht so ganz untypisch. Auch es war in früheren Jahren auch, bei früheren Wahlen auch nicht ganz anders. Aber es fällt schon auf, dass das Thema Sparen und Einsparungen, das ist vielleicht auch durch die 10 guten ökonomischen Jahre, die wir vor Corona hatten, aus der Mode bekommen. Es war nämlich nicht mehr nötig, weil durch das kontinuierliche, maßvolle, gute Wachstum, es war ja immer genug da. Die Steuereinnahmen sind einfach gestiegen. Ich als Partei würde damit jetzt ehrlich gesagt im Parteiprogramm auch gar nicht um die Ecke kommen vor so einer Wahl. Man muss die Leute ja nicht, man kann ihnen ja die bittere Wahrheit später noch sagen. Ja. Das ist aber das übliche politische Spiel. Noch eine spezielle Frage, sage ich mal. Bei Facebook hat Volker Brandenburg geschrieben: Wie schätzen die Parteien die steuerliche Förderung der privaten Altersvorsorge, um die Versorgungslücke zu schließen, ein? Das ist ein spannender Punkt. Weil in einem sind sich bei der privaten Altersvorsorge alle einig, die Riester-Rente ist tot. Das ist phänomenal, wie durchgängig das ist. Aber es gibt eine breite Mehrheit für, sag ich mal, den Riester-Neustart, was Verbraucherschützer übrigens auch schon seit Jahren fordern. Vorbild sind wieder mal die Schweden, muss man sagen. Die haben schon seit einer ganzen Reihe von Jahren, dass übrigens die kapitalgedeckte Altersvorsorge in die gesetzliche Rente integriert. Praktisch funktioniert das so, man bekommt 2,5% vom Lohn abgezogen und das wird in eine Art von Staatsfonds investiert. Das ist ein Aktienfonds, also kapitalgedeckt, aber es verdienen nicht die ganzen Banken und Versicherungen ihre hohen Gebühren daran. Es gibt sehr niedrige Gebühren und es gibt eine überschaubare Auswahl. Das ist eine Idee, die ist in Deutschland schon kopiert worden, beispielsweise von der hessischen CDU sogar, das nannten die damals Deutschlandrente. Beim Verbraucherzentrale Bundesverband hat es einen anderen Namen. Die Grünen propagieren das auch schon sehr lange. Also das geht wirklich quer durch die Parteien. Klar ist, man will sozusagen, man weiß, man wird nicht mehr auf diese schönen alten Prozentzahlen kommen bei der gesetzlichen Rente, also 50% vom letzten Netto oder sogar mehr. Es wird auf alle Fälle weniger sein, da gibt es Unterschiede. Die Linke ist die einzige Partei, die sozusagen zum alten System zurückkehren will. Die anderen sagen, nee, das werden wir nicht schaffen, weil wir werden so viele Rentner haben. Also müssen wir noch was machen. Diese Idee der Zusatzrente, aber besser als die jetzige Riester-Rente, die zieht sich fast durch, aber es gibt deutliche Unterschiede im Detail. Vielleicht ganz passend dazu, Florian Mohling fragt bei Twitter, hat eine Partei Pläne zur Erhöhung des Freibetrages bei der Kapitalertragssteuer? Schließlich sollen wir jungen Menschen mit Aktien vorsorgen? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Habt ihr da was gelesen? Also vorstellen könnte ich es mir bei der FDP, dass es explizit als konkreter Satz drinsteht. Ich müsste gleich mal nachschauen. Also die 20 Seiten werde ich aber nicht mehr schaffen. nee, das wissen wir nicht ganz genau. Aber ich gehe davon aus, sozusagen in der Parteilogik, dass es am ehesten bei der FDP und vielleicht auch bei der AfD und vielleicht bei der CDU drinstehen könnte. Da schließe ich noch mal eine Frage zur Rente vielleicht an. Christian Palm bei Facebook hat er geschrieben, sofern das zum Thema auch passt, wie wollen die Parteien die Rente nachhaltig finanzieren, gerade für die Jüngeren? Das ist ganz spannend. Also es gab im Sommer ein Gutachten vom Beirat des Bundes BMF, also vom Finanzministerium, ein wissenschaftliches, was vorgeschlagen hat, dass wir das Renteneintrittsalter erhöhen müssen. Und das war halt schon wo der Wahlkampf so langsam anfing und alle Parteien haben sich distanziert davon, im Prinzip durch die Bank. Es steht dazu auch nichts in den Wahlprogrammen drin, aber ich würde sehr erwarten, dass wir nach der Bundestagswahl, vielleicht 1-2 Jahre danach, diese Diskussion wieder anfangen werden. Das wäre praktisch das gesetzliche Gegenstück zu der Förderung der privaten Rente, die wir gerade und Vorsorge, die wir gerade diskutiert haben. Es gehen mehr Leute in Rente, wir werden alle älter. Es ist völlig klar, dass was passiert. Bis 2030 läuft der Aufbau der Rente mit 67, ab 2030 gilt die komplett und sie ist ja in der Logik pro ein Jahr später in Rente, einen Monat länger arbeiten. So ähnlich wird das weitergehen, da würde ich mal drauf wetten, ob genauso ist die andere Frage, aber es geht in diese Richtung, es sagt nun noch keiner. Ja. Ich habe mir gerade zwei schöne Kommentare und einen Kommentar, eine Frage zu den Grünen hier mal zur Seite gezogen, die ich euch jetzt gerne mal hier in den Ring werfen würde. Bei Facebook hat Holger HBI geschrieben, die Grünen mit progressivem Steuersatz auf alle Kapitalerträge nervt mich ab. Damit wird es schwer für Ledige, die eh schon hohe Steuern zahlen, Vermögen durch Investitionen aufzubauen. Sparbuch klappt eh nicht.
Und da schließe ich direkt an, bei YouTube hat Jabberwocky geschrieben, Grün wählen muss man sich leisten können, in Anführungszeichen, hört man häufig. Wie müsste der Satz nach den hier präsentierten Erkenntnissen eigentlich lauten? Also da werden so ein bisschen explizit die Grünen angesprochen. Ja, das haben wir in der Tabelle eben gesehen, dass die Grünen da schon eine eindeutig verteilungspolitische Idee verfolgen mit ihrem Wahlprogramm. Und die zielt darauf ab, die unteren Einkommen zu entlasten. Teilweise relativ stark, besonders Familien. Also sie haben ein Konzept der Kindergrundsicherung, die auf die Kinderarmut bekämpfen soll. Und dafür, und weil es gegenfinanziert ist, wird bei höheren Einkommen zugegriffen. Das geht einmal über die Einkommensteuer und das geht über die Vermögensteuer, die eingeführt werden soll. Vielleicht können wir uns ja die Unterschiede der Parteien noch mal angucken, was konkret die verschiedenen Steuerarten angeht. Das ist jetzt einmal die Vermögensteuer, die Erbschaftssteuer. Das haben wir hier mal vorbereitet, man sieht es gerade. Also, wir haben die Diskussion um den Rest-Soli. Ich fange mal bei den linken Parteien an und gleich schauen wir uns die rechten an. Man sieht eine große Einigkeit. Der Rest-Soli, also der Soli für die wirklich Gutverdienenden, wie wir ihn jetzt noch haben, der soll bleiben. Bei der Vermögensteuer, da gibt es eine halbe Einigkeit. Die SPD und die Grünen, die wollen die Vermögensteuer einführen, die es ja gerade nicht gibt, aber auf einem niedrigen, maßvollen Niveau. Die Linke, die langt da hinkt richtig hin, muss man sagen. Also das hätte einen enormen Umverteilungseffekt. Bei der Erbschaftssteuer, da sagt sowohl die SPD, ja, die muss steigen. Die Linke auch. Die Grünen haben das irgendwie so ein bisschen geschlappert in ihrem Wahlprogramm. Ich gehe aber auch mal davon aus, dass die tendenziell auch zu einer höheren Erbschaftssteuer tendieren. Und wenn wir uns mal sozusagen die konservativen Parteien anschauen, dann sieht man relativ große Einigkeit beim Rest Soli. FDP, AfD sagen ganz klar, der muss weg. Bei CDU, CSU etwas sanfter bei der Union, der muss weg, aber peu à peu sozusagen. Keine dieser Parteien will die Vermögensteuer. Ein bisschen differenziert ist es wieder bei der Erbschaftssteuer, da will die CDU, CSU nichts ändern. Die FDP hat es etwas anders formuliert. Das Nein steht für Nein zu einer Erhöhung, heißt im Grunde auch, wenn auch anders formuliert, auch alles weiter wie bisher. Und die AfD will tatsächlich auch die Erbschaftssteuer abschaffen. Also da sieht man auch wieder einen klaren Unterschied, aber trotzdem noch mal kleine Differenzierung auch innerhalb. Das hier würde ich jetzt nicht als politisches Lager auf der rechten Seite betrachten, aber man sieht wieder im Groben, wie von Anfang an im Grunde gesagt, die grundsätzliche Unterteilung zwischen alles links der Mitte und alles ab der Mitte rechts. Ich habe noch super viele Fragen, Kommentare hier von euch. Vielen, vielen Dank für die tolle Resonanz und die gute Beteiligung. Und Uli, ich weiß, du wolltest auch noch zeichnen und Mittelstandsbäuche malen. Schaffen und das, alles Peter, nicht mehr. Das schaffen wir leider alles nicht mehr. Ich würde euch vielleicht noch eine abschließende Frage mitgeben. Bei Twitter hat nämlich Clauduella geschrieben, was bedeutet es denn in der Folge zum Beispiel für den Klimaschutz, wenn die Parteien rechts der Mitte, vor allem die FDP, rein auf Wachstum setzen, fragt sie. Bitte eine kurze Antwort. Wer möchte von euch? Das letzte Wort. Wenn das Wachstum klimaschonend ist, dann ist da kein Zielkonflikt zu sehen. Aber wenn das Wachstum natürlich das Klima belastet, dann müsste man überkompensieren an anderer Stelle. Also ein klimafreundliches oder ein nicht klimaschädliches Wachstum wäre was Neues. Bisher haben wir das noch nicht, das muss man dazu sagen. Okay, ich gucke noch mal auf die Uhr, ob wir noch was reinkriegen. Schaffen wir leider nicht mehr. Wir müssen Schluss machen. Vielen, vielen Dank für die super Diskussion, für die tolle Beteiligung auch an euch, für die vielen Fragen. Ich habe es schon mal gesagt, ich wiederhole mich nur. Wir müssen leider Schluss machen. Danke, Uli. Danke, Herr Siegloch. Und auf tagesschau.de könnt ihr viele, viele Dinge noch nachlesen. Ihr könnt das hier auch noch mal nachgucken. Wir bleiben ja auf YouTube stehen. Bei Facebook gibt es auch noch mal was zu gucken dazu. Wir sind erstmal raus hier. Die Erklärbar wird bestimmt noch mal vor der Bundestagswahl einen Aufschlag machen und ein Thema behandeln, was aus dem großen Kosmos der Wirtschaftsförderung stammt. Wir sind erstmal raus. Macht's gut. Vielen Dank. Tschüss.